Fußgängern zu dem mal begangen. Gibt es da wirklich ein Gehweges? Ja, sehr schwer, wobei es ja da morgen eine Besprechung gibt, die der Herr Hagen mit der GKB organisiert hat. Und da wird auch der Herr Bauernsleiter dankenswerterweise teilnehmen. Wir haben auch in den Vorgesprächen schon versucht, dort zu schauen, wo es geht am Rand. Dass man so kommt, der Herr Bauernsleiter schaut sich mittlerweile Köcherbau an, wo gingen sich zumindest Rasengittersteine am Rand aus, damit man eine optische Abgrenzung hat. Ich bin heute in der Früh mit Herrn Dorner unten durchgefahren. Wenn jetzt der Effekt, den ich mir hoffe, wir haben jetzt durch die Eröffnung der neuen Straße über den Bahnhof plus der gleichzeitigen fast zweimonatigen Sperre der Flurgasse, das wird einmal die Leute aus VO und WL jetzt einmal gleich einmal vertreiben und vielleicht ihnen auch bewusst machen, da oben gibt es eine Straße, die ist viel bequemer, die als Ausweichroute nehmen kann, und hat das dann alles keinen Sinn, dann haben wir jetzt mit dieser neuen, ob sie dann Dampfstraße heißt oder in Zukunft Bahnweg, das werden wir bis zur nächsten Sitzung noch klären, wie der Josef vorgeschlagen hat, eine Erfahrungsmöglichkeit, die nicht bei Anrainerhäusern vorbeigeht. Und dann, wenn es noch immer keinen Sinn hat, dann habe ich mir heute schon mit dem Herrn Dorn eben angeschaut, gibt es nicht die Möglichkeit wie in anderen Gemeinden, dass du zum Beispiel auch anfängst, die Flurgasse ab der Hundewiese zumindest unattraktiv zu machen, wo der verbaute Bereich beginnt, indem ich eben in Abstimmung, aber mit dem Wirtschaftshof, weil die Schneeräumung ja trotzdem gewährleistet sein muss, dass ich dort anfange, vielleicht Blumenkisten hinstellen. Also das sind Dinge, die müssen wir dann, wenn die Unterführung fertig ist und die andere Straße dann wieder nicht genutzt wird, sollte das auftreten, da brauche ich dann eine Rückmeldung von denen, die dort wohnen, wieder unattraktiv werden, dann werden wir schauen, dass wir dort noch andere Maßnahmen setzen. Schon, aber ich habe jetzt, aber wir haben ehrlicherweise als Gemeinderat und als Gemeinde jetzt diesen anderen bequemen Weg. Erstens ist die Bahnhofstraße jetzt, glaube ich, auch nicht unattraktiv durch den Kreisverkehr, wobei die ist zu eng. Aber wir haben über den neuen Park- und Reitparkplatz eine noch breitere, ohne Anrainer geschaffene Straße, wo man natürlich ein bisschen Anrührgreifer das mit 35 fahren soll, weil die Leute sind nicht nur mit dem Rad und zu Fuß auch hinkommen. Eine Ausweichroute geschaffen, damit man dort hinkommt. Die haben ja auch in der Zwischenzeit erkundigt, wie es mit dem Radargerät ausschaut. Und es gibt jetzt für die nächste Bürgermeisterkonferenz in der BH den Antrag, auch gemeinsam mit anderen Gemeinden dort einmal zu schauen, gibt es die Möglichkeit, das vielleicht gemeindeübergreifend anzuschaffen, weil das einzige Radargerät, das laut Auskunftspolizei möglich wäre, wäre 100.000 Euro teuer, weil es muss eine Online-Anbindung an die Polizei haben. Plus, es müssen vier Standorte müssen definiert werden, gemeinsam mit Kooperation für Verkehrssicherheit und der Landesstraßenverwaltung, weil es muss nämlich ein Standort an der Landesstraße oder an der Bundesstraße sein, damit nicht nur die Gemeinde an einem Radargerät verdient. Und das kann dann umgestellt werden auf diesen vier Standorten. Könnten wir das mit einer anderen Gemeinde gemeinsam machen, dann wäre es natürlich leichter finanzierbar. Aber das wäre auch etwas, was man dann andenken könnte. Entweder Radar oder in dem Fall vielleicht wirklich arbeiten mit Blumenkisten und das wird zu einer Schlangenlinie führt, dass die Leute wirklich nicht mehr holen. Aber ich bin selber oft durch die Flurgasse gefahren. Ich habe gesehen, es ist nicht, also es war nie der Dauerverkehr, es war mehr Verkehr, aber es war jetzt aus meiner Sicht nicht so arg, was natürlich mir aufgefallen ist, es waren ganz viele, die zu schnell gefahren sind. Also mir ist einmal einer fast drüber reingekupft mit einem Firmenwagen bei der Eisenbahnüberführung. Ich weiß nicht, wenn ich gleich schnell gefahren wäre, dann wäre das total schlimm gewesen. Also das ist schon ein Wahnsinn. Gut, also wie gesagt, aber denken wir schon weiter und wir hoffen, dass wir...